Auf dieses Spiel bin ich durch meinen Jahresrückblick von 1990 gekommen. Bei dem Namen habe ich gar nicht so viel erwartet, aber beim Reinspiel macht es mir durchaus Spaß. Also, lass uns das Spiel mal genauer beleuchten. Was taugt Bugs Bunny Crazy Castle heute noch? Das Spiel erschien bei uns im Release-Jahr des Game Boys 1990. Programmiert und veröffentlicht wurde es von Kemco. In den USA gibt es außerdem eine Version für das NES und in Japan gibt es eine für das Famicom Disk System, welches den Weg nie in den Westen gefunden hat. Diese Version ist neben der Art auch technisch anders, da dort nicht Bugs der Star ist, sondern Roger Rabbit und alles dementsprechend gestaltet ist. Das Spiel war anscheinend so erfolgreich, dass es diverse Nachfolger gab. Außerdem verwurzelte Kemco das Spielprinzip noch in gefühlt dutzenden anderen Spielen. Bugs Bunnys Ex-Freundin wurde gekidnappt. Das könnt ihr natürlich nicht zulassen und macht euch auf, um sie zu befreien. Ja, das war die Story. Wenn ihr mehr Gameplay sehen wollt, empfehle ich euch wie immer den Kollegen von Schroff gezockt. Das Video habe ich euch unten verlinkt. Das Spiel ist eine Art Puzzlespiel. Ihr steuert Bugs aus der seitlichen Perspektive durch die Abschnitte. Ziel ist es, in jedem der insgesamt 80 Level die verteilten Karotten einzusammeln. Also genau das, was man so macht, um eine Entführte zu befreien. Naja, Videospiellogik eben. Für jede letzte Karotte in einem Level bekommt ihr aber sogar ein extra Leben. Die Level an sich sind dabei etwas labyrinthartig aufgemacht mit verschiedenen Leitern, Türen und so weiter. Dabei könnt ihr aber nur gehen, die Fahrstühle und die Treppen benutzen. Ihr könnt nicht springen oder ähnliche Sachen machen. Die Abschnitte an sich sind dabei alle sehr schön abwechslungsreich und teilweise auch knifflig gestaltet. Jedoch bezieht sich das alles nur auf das Spielerische. Optisch sieht leider alles Pi mal Daumen irgendwie gleich aus. Natürlich seid ihr auch nicht ungestört unterwegs und einige Charaktere aus dem Bugs Bunny Universum versuchen euch das Leben schwer zu machen. Diese sind zum Beispiel Daffy Duck oder Sylvester. Die bringen nicht nur optische Abwechslung mit ins Spiel, sondern auch spielerische, da sie alle bestimmte Fähigkeiten und Bewegungsmuster haben. Berühren euch die Gegner, verliert ihr natürlich ein Leben. Zum Glück seid ihr aber nicht wehrlos. In den Leveln gibt es verteilt auch Waffen einzusammeln. So helfen euch zum Beispiel Boxhandschuhe oder Tresore bei eurem Kampf. Das Spiel müsst ihr auch glücklicherweise nicht an einem Stück komplett durchspielen. Es gibt ein Passwortsystem, welches für die frühen Titel nicht unbedingt selbstverständlich ist. Die Steuerung ist meines Erachtens nicht ganz perfekt gelungen, aber gut genug, um den Spielspaß nicht zu versauen. Sie kann einfach etwas fummelig bei Zeiten sein. Dazu ein Beispiel. Wenn ihr eine Treppe hochgeht, könnt ihr auf den Heimweg nicht wieder zurückgehen. Wenn ihr einmal die Richtung ausgewählt habt, geht Bugs stur diesen Weg hoch. Technisch merkt man im Spiel natürlich an, dass es ein früher Titel ist. Daher ist die Grafik eher auf die Basics beschränkt, was jetzt aber nicht großartig stört. Der Stil passt und das Spielgeschehen wird immer sehr gut und übersichtlich dargestellt. Leider kommt es jedoch teilweise zu Slowdowns, wenn viel los ist. Wie bei meisten Spielen ist der Sound ebenso wie die Grafik. Das will in diesem Fall heißen, in Ordnung, aber nichts Besonderes. Was taugt Bugs Bunny Crazy Castle für den Game Boy also heute noch? Ich finde das Spiel recht ordentlich. Klar, die Technik holt logischerweise nicht viel aus dem System heraus, aber abgesehen davon ist es ein zeitloses Spielprinzip. Es macht heute immer noch genauso viel Spaß wie damals und ist immer noch für eine kurze Runde zwischendurch gut, aber für mehr leider auch nicht. Das war der Test zu Bugs Bunny Crazy Castle für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.